So. Super heftig. Super, super deftig. Super geil. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen auf irgendeiner Map Forest und wir spielen das Kit Teleporter. Und ja, ich habe jetzt schon so viele Aufnahmeversuche hinter mir, möchte ich anmerken. Nicht Ender Games, sondern Quick Survival Games, aber ich wurde immer nur abgestaubt, deswegen dachte ich mir so, ja, lass uns mal wieder eine Runde Ender Games spielen. Habe ich eh schon lange nicht mehr gebracht, glaube ich. Und dann, ja, dann kann man mal wieder hier schön unsere alten Umgebungen hier laufen. Oh, guckt, wie schön die Landschaft hier einfach nur ist. Das ist halt einfach beautiful. It's true. So. Zack, wir haben auf jeden Fall genügend Essen, ne? Wir sind schon mal die Lunchbox. Aber was wir auch brauchen, ist ein bisschen besserer Stuff. Aber den bekommt man leider nicht so einfach wie Essen. Deswegen, tja, deswegen holen wir uns erstmal Holz. Und zwar möchte ich euch heute ein paar Informationen erzählen, so was in nächster Zeit so geschieht und was ich auf jeden Fall in nächster Zeit so von Projekten an machen werde. Und zwar startet am 01.01.2015, liebe Freunde, das Projekt Minecraft Trave. Das ist ein Hexit-Projekt, das von ByKardex ins Leben gerufen wurde. Und er hat mich da gefragt, ey, willst du da mitmachen? Und ich habe gesagt so, ey, natürlich. Und dann, sage ich mal so, ist das Ganze entstanden, ja? Also es ist ein Spammer, Bow-Spammer, du kleine, kleine Sau, du. So, gut, den haben wir getötet. Hier ist, glaube ich, noch einer in der Nähe. Nee. Aber nicht sehr weit entfernt, sagen wir mal so. Einen Bogen haben wir auch. Wir haben sogar 9 Eisen. Ja, geil, dann gehen wir gleich wieder zur Werkbank zurück. Und holen uns hier gleich mal ein Eisenschwert. Aber hier vorne ist auch jemand. Hole ich mir eben Speed. Da komme ich mir nämlich richtig schnell vor. Okay. Oh, mein Gott, den haben wir jetzt noch aber schön mit dem Bogen weggeholt. Jeder Schuss hat einfach getroffen. So, zack, zack, alles weg hier. Diamantbrustpanzer. War das denn ein Techniker? Oder was war das denn für einer? Diamantbrustpanzer ist ja nicht normal. Oh, mein Gott, Wassereimer. So. Würde ich mal sagen, auf jeden Fall läuft bei dem Typen. Der hat einen sehr schönen Tower gebaut. Zum Glück habe ich mich nicht in den Zeitpunkt bewegt. So, was kann ich mir machen? Ich kann mir auf jeden Fall hier eine komplette Eisenrüstung machen. So, zack, zack. Zack, zack. Dann habe ich noch 5 Heiltränke, das ist super. Also insgesamt 6. Dann eine Angel, ich weiß nicht, ob. In Endergames benutze ich die fast nie. Das brauche ich schon mal nicht. Den Crab hier, der kann weg. Dann Enderperlen, doch, die sind gut. Werfbarer Dank der Vergiftung nutze ich auch gerne. Ich würde mal sagen, ich lasse es einfach so. Ein Wassereimer ist mir ehrlich gesagt wichtiger. TNT nutze ich auch nicht. Ja, das war's. So, dann warten wir mal, bis wir geportet werden, ne? So, wir wären eh Teleporter gewesen. Also, es wäre nichts passiert. Und wir haben sogar jemanden getötet, weil wir auf dem Tower oben waren. Oh mein Gott. Und ich habe den Tower nicht mal gebaut. Der denkt sich jetzt auch sicher so, ey, was bummst du eigentlich für ein Schwein? So, zack. Perfekt. Ein Schärfeschwert haben wir auch noch. Also, die Runde läuft schon mal richtig. Würde ich sagen. Erstmal den Bogen. Die Bogenhitze des Todes verteilt und dann jemanden unfreiwillig mit dem Tower gekillt. So, gut. 120 Blöcke ist jemand entfernt. Lauft er auf mich zu? Oh mein Gott, plötzlich ist er richtig nah. Was mache ich jetzt? Oh, wir haben keine Pfeile. Wir haben die weggeworfen. Ja, geil. Oh, der war, ich glaube, der war Full Deer. Ne, der war nicht Full Deer. Oh mein Gott. Wie wir den weggecombot haben. So, wie viele Spieler leben noch? Es leben noch 5 weitere Spieler. Unser Trank ist jetzt weg. Wir haben jetzt 2 Pfeile. Ich wusste gar nicht, dass wir keine Pfeile mehr hatten. So, was aber auch. Gut, 71 Blöcke ist der nächste Spieler entfernt. Und 30, nee, 130 Blöcke. Schade. Werfen wir einfach mal Enderperle, bekommen eh keinen Schaden. So.
da wir eben Teleporter sind und ein Teleporter ist ja 10 Sekunden lang einfach unverwundbar. Das ist für mich einfach eins der geilsten Kits überhaupt. Ganz viele kommen damit überhaupt nicht zurecht, weil sie mit den Portphasen und so weiter nicht klarkommen, aber ich finde das Kit mega und ich spiele das einfach. Ich spiele das eigentlich fast immer, weil ich das einfach nur geil finde, dieses Kit. Oh, da ist jemand. Unsichtbar, so wie es aussieht. Ich glaube, da ist jemand unsichtbar. Oder er ist hier unten. Oh mein Gott. Wieder so ein. Das ist so ein Fallenbauer, ne? Das ist ja echt. Scheiße. Jetzt hängen wir hier in der Falle und können nichts machen. Och, Mensch. Wie so eine Falle. Ich muss sagen, das nervt mich so ein bisschen. Finde ich nicht so geil. So. Zack, erstmal hier eine Axt machen. Und erstmal hochbauen. Wie tief ist der denn? Puh, zum Glück, ich dachte mir, der hat sich jetzt irgendwie in die Weltgeschichte runtergegraben. Das wäre echt ein bisschen mies gewesen von dem. So. Oh, wir sind schon ganz weit oben. 79 Blöcke. Oh, ich bin wieder draußen. Ach, zum Glück. Es hätte mir jetzt noch gefehlt, wenn ich da jetzt die ganze Zeit gemeint hätte in Ender Games. So, 42 Blöcke. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile ich habe. Aber ein gezielter Schuss hat getroffen. Och, scheiße. Aber ich habe genügend Heiltränke, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Noch 18 Sekunden. Der hat mich mega gut mit dem getroffen. Ja, hallo. Na, alles klar bei dir? Noch 10 Sekunden. Okay, er will mich mit dem Bogen abschießen. Stelle ich mich mal hier hin. So. Du, mein Lieber, wirst jetzt sterben. Du wirst sterben. So, und tot. GG. So, das war's. Den haben wir weggecombot. Am Ende noch. Hatte viele Heals. Aber gut geworfen. So, gut Leute, das war's eigentlich. Heute übrigens ohne Facecam, weil ich aussehe wie ein Opfer. wann auch nicht. War auf jeden Fall ein fairer Spieler, hat geschrieben noch GG und schade. Solche Leute soll es, finde ich, öfters geben und nicht diese Leute wie Napp, Hacker, du bist scheiße. Finde ich echt korrekt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ja, das würde mich sehr freuen. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit dem Hashtag Drave in die Kommentare, auf Twitter, auf Facebook, überall, werde ich mir Fragen raussuchen. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video und ciao.